Das Fall-AK-System, Straßenbau, der zweite Teil, ihr habt gewählt. Ich hatte euch im letzten Video gefragt, ob ihr mal wieder was anderes sehen wollt oder ob ich mit dem Projekt weitermachen soll. Ihr habt einstimmig gewählt, ich soll mit dem Straßenbau weitermachen. Das mache ich natürlich und da werde ich auch gleich reinstarten. Wir sehen es im Hintergrund gleich. Und am Ende des Videos hätte ich vielleicht noch einen wichtigen Mitteilung an euch zu machen. Also bleibt schön dran und da würde ich mich freuen, wenn ihr auch noch reinschaut. Bis dann. Viel Spaß. Dann rein damit. Jetzt ist natürlich so ein schöner Schlüsselpunkt. Hier hinten sieht man, habe ich das Ganze ein bisschen angehoben hinterm Bahnhof. Das könnte noch ein bisschen weiter hinter. Und zwar fahren dann die Züge. So, das ist jetzt kurz und bündig hier angebracht. Da lege ich gleich was drauf. Und zwar fahren, ach, hier muss noch ein bisschen was drunter. Ist egal. Und zwar fahren dann die LKWs leicht bergauf bis zum Parkplatz hier direkt vorm Bahnhof. Das Stückchen jetzt noch mit runter gebaut, überhaupt kein Problem, das hatte ich ja schon fertig. Keine Ahnung, warum ich es vergessen habe, eben drunter zu machen. Ist aber alles nicht weiter schlimm. Das kommt nämlich genau hier rein, so dass das eben doch, ja, hier lassen wir es ein bisschen luftig, ist überhaupt nicht schlimm, da ist Kleber drunter, das wird fest, so dass das schön langsam aufsteigt von hier hinten 0 auf hier hinten 6 mm. Schaffen die Autos locker, habe ich schon probiert. Hoppa, hier habe ich ein bisschen verschoren. So, und dann passt das. Jetzt kommen hier noch ein paar Gewichte drauf. Und dann lassen wir es einfach mal trocknen. Was da am wichtigsten mit ist, das Gewicht, was hier hinten an der Schiene drauf kommt. Ein bisschen Kleber, das kann man wegwischen, überhaupt kein Problem. Dass das eben tatsächlich hier dann diese Höhe ergibt und nicht irgendwie, weil man es nicht richtig festgemacht hat, noch hoch steht. Dieser Trafo hat hier eine schwere Stelle, die ist hier auf der Seite, hier drüben. Und damit stelle ich das natürlich genauso an die Kante ran von der Schiene. Und ich sage mal so, ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich stelle noch ein Gewicht drauf und dann kann das schön anziehen. Ein bisschen nach hinten gekippt noch. So. Und dann kann das schön da hinten anziehen. Und hier vorne das. Da mache ich jetzt kleine Gewichte drauf und dann passt das alles. Entsprechend auch hier hinten. Hier ist der Parkplatz. Hier geht es ja wie gesagt schräg hoch. Und hier muss ich ein kleines bisschen runterdrücken, dass der Parkplatz hier vorne, naja, ein bisschen gerade ist, dass der nicht so schräg ist. Da habe ich ja so kleine Gewichte. Mal gucken, wie viel ich drauflege, so dass ich das hier schön auf der Ecke runterdrückt und wir hier eine gerade Fläche irgendwo erhalten. Und den Rest, den würde ich hier oben bald drauflegen, so dass dann hier das schön langsam alles ansteigt. Für den Überladekran jetzt hier drüben mache ich natürlich eine Papierschablone, denn wie gesagt, das soll ja ein Teil werden. Die lege ich mir hier drauf. Das habe ich ja im Grunde genommen immer so. Ich glaube, das habe ich auch schon zigmal erzählt. So, raschelt ein bisschen. Und die Kante jetzt hier, die soll bleiben, weil hier ist eine Kante. Da ist die Bahnsteig ein Stückchen höher. Das passt mir sehr gut rein. Wo ich sehe gerade, ich kann hier noch ein kleines bisschen rüber. Dann weise ich einfach ein bisschen ein. So, dass ich mir das jetzt genau einzeichnen kann, wo die Straße ist, weil das Stückchen, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier, ich glaube nicht, dass man das hier sieht. Da unten drunter liegt jetzt die alte Strecke, die ich mir gemacht hatte. Die will ich ja ersetzen, weil es eben ein Teil werden soll. Dann zeichne ich mir das mal gleich an. Und das Ganze mache ich wie beim letzten Mal auch relativ grob. Ich mache da also keine Feinzeichnung, das wird auch alles von freier Hand dann wieder geschnitten. Ich kann mir das ja mal so an. Nee, vielleicht ist das sogar noch besser, wenn ich hier so ein Falz reinmache irgendwo. Oh, das brauchen wir jetzt nicht. Und dann natürlich hier, kann ich auch mit einem Falz machen, macht sich besser. Wo das dann sozusagen aufhört. Ja, das ist noch genauer. Dann kann ich da wirklich einen schönen lang machen, weil das hätte ich sonst nicht so hinbekommen. Sieht man jetzt zwar wahrscheinlich auf dem Video gar nicht, aber das ist nicht weiter schlimm. Wichtig ist nachher für mich, achso, hier vorne natürlich auch. Hier ist dann auch Schluss am Bahndamm. Das ist nochmal wichtig. Dann zeichne ich mir das bloß mal grob an. Der Bahndamm, also der Bahnübergang, der ist dann nachher hier. Und dann könnte man das hier so rüberbringen. Und von hier natürlich auch. Das Einzige, was jetzt wichtig wäre, ich habe hier so eine Dose. Und eine Cremedose, keine Ahnung. Die ist genauso groß wie der
wie soll ich sagen, von der Strecke der negative Pol, der sozusagen die Lenkung dann wieder abstößt, was ich euch ja im letzten Video immer gezeigt habe. Und den müsste ich mir hier hinstellen, weil da muss ich Obacht geben, weil das ist das, der äußere Bogen sozusagen, dass da der Magnetstreifen noch drauf passt irgendwie. Und das müsste ich mir hier bloß mal anzeichnen. Das wird ja sowieso nachher alles in mein Brennprogramm übernommen. Und jetzt weiß ich, das ist der äußere Bogen. Den inneren kann ich noch ziehen, wo nachher der LKW langfahren soll. Der Platz ist da, so dass er hier vorne auf die Strecke kommt. Aber das ist dann erst Zukunftsmusik, jetzt wenn ich das dann ausgeschnitten habe, wo dann der Magnetstreifen entsprechend langführen soll. Und jetzt schaue ich mir einfach mal das Gebäude an, was als nächstes kommt. Das wäre ja dann, das hatte ich ja schon mal gezeigt, dieser Überladekran oder ja, Kran. Und den packe ich mal aus und dann schauen wir mal ganz kurz, wo es platziert werden könnte und ob überhaupt. Gut, das ist der Plan. So sieht das ja, knistert wieder ein bisschen, zum Schluss aus. Das soll ja praktisch hier die Schiene sein. Und auf der einen Seite, sofern möglich, ich muss es versuchen, vielleicht muss ich was umbauen, ich habe keine Ahnung. Hier soll ja der LKW zum Schluss stehen bleiben. Das müsste ich mal probieren, wie ich das hinkriege von der Größe her. Man sieht es jetzt hier leider ein bisschen schlecht. Also Bemaßungen habe ich jetzt nicht gefunden, von Zentimeter her. Aber das kann ich mir ja anschauen. Das hatte ich ja, glaube ich, schon eben gemacht. Hier wäre sozusagen das Dach. Das lasse ich mal jetzt hier dran hier hinten. Und wenn ich das sehe, dann habe ich durchaus das Gefühl, dass das tatsächlich dahin passt. Denn das Dach ist ja, wenn wir uns das jetzt hier anschauen, ein bisschen länger als der ganze Rest. Wichtig sind nachher die beiden Stützen unten drunter. Da müsste ich mal schauen, ob wir da jetzt ein Teil finden, wo ich das abmessen kann. Entschuldigung, wenn es hier ein bisschen rumraschelt und klappert. Ja, das kriege ich hin, die beiden Füße. Das ist hier. Dann steht sozusagen einer hier drüben und einer hier auf der Seite. Das kriege ich hin. Also muss ich im Grunde genommen nur sehen, dass die Strecke möglichst nah hier nach rechts gezogen wird. Das heißt, dass der LKW tatsächlich ganz, also hier soll er auch stehen bleiben dann, oder zumindest hier, dass der so weit wie möglich darüber kommt. Und dann ist das entsprechend hier oben drüber. Und dann sollte es passen. Und wenn ich jetzt mal Augenblick, wenn ich jetzt hier die Loks platziere, die passt ja sowieso locker durch. Wenn, dann ist ja eine Dampflok, die etwas breiter ist, die schiebe ich mal ein bisschen weg. Dann wäre dieses Gebilde im Grunde genommen, wir sehen, hier ist einfach genug Platz, dass der LKW so nah wie möglich nach rechts stehen kann. Und den Platz will ich natürlich auch entsprechend ja ausnutzen. Ne? Wenn das hier oben drüber ist, dann passt das. Die genaue Platzierung kann ich mir noch raussuchen, also habe kein Problem, ob es mehr hier steht, mehr da steht, so wie es nachher hinpasst, sodass beide drunter können. Und dann der LKW entsprechend da anhalten kann. Dann lege ich jetzt hier mal noch ein zweites Blatt Papier hin und schiebe das mal drunter, unter das andere Blatt. So, weil ich noch nicht genau weiß. Ich sehe nämlich gerade, ich will das mal festkleben. So, hier Klebeband. Das mal hier so rankleben. So. Vorne schön die Falz wieder drauf. Fest. Ist ja nur eine Schablone, wenn ich das nachher ausschneiden möchte, dass das eben passt. Weil ich sehe gerade, wenn ich nämlich hier weiter rüberkommen kann, so, das geht ja, wie gesagt, ist ja der äußere Ring, dann kann ich sogar noch weiter nach vorne fahren und das ist natürlich schöner, je weiter ich nach vorne fahren kann. Ja, dann ist das eben nicht so gequetscht hier hinten. Hier ist Schluss und der äußere Magnetstreifen könnte im Grunde genommen da hinten hin. Moment. Der könnte da hinten hin. Mit anderen Worten könnte ich jetzt hier an der Stelle den äußeren Streifen ziehen. Jawohl. Und der LKW kommt ja dann ungefähr hier an der Stelle angefahren. Ich weiß nicht, ob man es jetzt ordentlich sieht. Und würde dann genau hier stehen. Natürlich ein bisschen weiter oben. Hier ist ja jetzt nicht unterfüttert. Das heißt, er steht nach ungefähr, sieht man jetzt schlecht, der Höhe wie die Lok ungefähr. Passt.
Was mir noch wichtig wäre, dass ich jetzt, wenn ich das nachher grob ausschneide in der Werkstatt, dass ich hier drüben mehr dran lasse, als ich tatsächlich brauche. Ich male das mal ein bisschen so grob zu weit. So, ach, vielleicht sogar noch weiter. Hier so. Im Grunde genommen dafür, dass ich sagen kann, ich habe noch ein bisschen, naja, Material übrig, um das dann von Hand genau so hier zu schneiden, dass der Bahnübergang entsprechend dann perfekt passt. Ähnlich wie das ja hier oben der Fall ist. Wo dann auch entsprechend, das ist ja hier schon geklebt, wo dann entsprechend auch die Wagen super drüber fahren können. Ja, das, da merkst du gar nichts, wenn du hier so den Finger drauf hältst. Normal würde man ja so ein kleines Rumpeln merken. Das fährt ganz sauber hier drüber und das passt irgendwo. Und so möchte ich es hier natürlich auch haben. Die Schablone ist soweit. Und jetzt sehen wir auch ganz schön, dass verschiedene Materialien oder Theorien, Praxis nicht immer zusammenpasst. Hier oben habe ich es ja noch ein bisschen länger gelassen. Ich habe zwar die Striche angezeichnet von der Schablone, muss aber jetzt hier noch ein bisschen korrigieren, also ein bisschen schieben, so dass ich eben auch hier am Bahnübergang entsprechend gut hinkomme. Und dann sieht man schon, dass hier oben dann tatsächlich das doch ein bisschen anders aussieht als geplant. Die Unterschiede, also die ist komplett schief geworden. Deswegen lasse ich es immer dran und deswegen habe ich es auch hier dran gelassen, so dass eben die Übergänge alle entsprechend schön sind. Wenn ich das jetzt hier nämlich anhalte, machen wir mal einen Strich, so dass ich halt von der Straßenkante nach da drüben. Jetzt muss ich mich natürlich für eine Position langsam mal entscheiden. Und dazu kann ich ja die Pinnnadeln setzen. Meinetwegen hier. Ja, so dass ich jetzt schon den ersten Anschlagpunkt habe. Und dann kann ich eben entsprechend jetzt hier übertragen, denn das ist ja auch locker noch das Teil, von der Straße hier rüberführen. Hier anzeichnen und dann so freie Nase darüber und das gleiche hier unten. Und auch hier ist jetzt zu sehen, dass wir viel weiter hier drüben rauskommen, als ich das hier reingemacht habe. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch hier oben. Das heißt, ich kann jetzt hier einen freien Bogen noch ziehen nach hier unten und dann ist das im Grunde genommen perfekt und dann kann die Schleife dann so zurückführen. Also praktisch hier oben rein, hier stehen bleiben, hier rum auf die Straße fahren. Ob ich das nochmal mit so einem leichten Rechtsschwenk mache oder ob ich es so einfach rüberfahren lasse, weiß ich noch nicht. Und entsprechend dann kann ich hier der Verladeplatz hin und alles ist schick. So, ich habe jetzt die Straßenplatte hier richtig festgemacht, so dass ich eben, wenn ich jetzt hier das ziehe, ich nehme also die untere Straße wieder als Marker und schneide im Grunde genommen durch beide Straßen durch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen wird auf der Kamera, aber ich schneide jetzt durch beide, habe es zumindest vor, durch beide Straßen gleichzeitig durch, um so dann entsprechend, dass die dann perfekt aneinander liegen. So, ich denke mal, hier ist noch was drunter, genau, wenn das weg ist, dann sollte es passen irgendwo. Und ihr seht, das passt wirklich perfekt aneinander. Das gleiche mache ich hier oben auch. Ja, also schön anlegen wieder, schön gerade, überhaupt kein Problem, wenn man die andere Straße ein bisschen einkürzt dabei. Weil die nächste Straße überträgt das ja und dann ist auch wieder gut. So, auch hier schön vorsichtig, aber gucken, dass man eben das Lineal nicht bewegt, dass man wirklich sauber in die untere Platte mit reinschneidet und das übernimmt. Hier kann sein, dass jetzt der Magnetstreifen der anderen Straße ein bisschen stört. Hier ist noch jetzt genau, hier drüben wird es ein bisschen stören. Ist aber jetzt nicht wirklich das Problem, das schneide ich, also vielleicht mache ich, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hinkriege hier. Nee, das ist geklebt, das ist aber überhaupt kein Problem. Das kann man darunter auch wieder lösen, das würde ich vielleicht dann machen, wenn ich mal gucken. Oh nee, es geht ab. Wieder die Magnetstreifen habe ich auch gleich mit zerschnitten. Und jetzt auch hier ein perfekter Übergang, wirklich identisch. Und so ist das schön und so sieht das gut aus. Dann würde ich sagen, der nächste Schritt ist dann, wie gesagt, die Straße. Da muss ich mal sehen, ob ich es heute noch schaffe. Ansonsten zeige ich euch das alles nächste Woche. Praktisch der Bau der Straße und wie dann die Straßen als solches gebaut werden, beziehungsweise bespannt werden. Ja, hier ist Uli vom Schreibtisch nochmal. Ich hatte ja gesagt, ich melde mich am Ende des Videos nochmal kurz
Und ich möchte auch gleich erstmal die Gelegenheit nutzen, euch zu danken für all die tollen Kommentare, die ihr immer abgeht, immer die Hinweise und Tipps und Tricks. Vielleicht auch hier schon das erste. Ich hatte zwei Kommentare bekommen, da ging es um die Fräse. Da wurde ich darauf hingewiesen, netterweise darauf hingewiesen, dass es vielleicht mit einer Fräse leichter ginge und mit Sperrholzplättchen. Ich hatte es auch in den Kommentaren schon beantwortet, aber ich würde es auch gerne hier nochmal machen. Nein, das ist nicht meine Lösung mit der Fräse, da ich ja die Magnetstreifen von unten ansetzen möchte und ich brauche wirklich so knapp, das seht ihr hier im Video immer nicht. Das ist wirklich ein halber Millimeter, wenn nicht sogar noch weniger, wo die Rille bis zur Oberfläche der Straße nur noch reicht. Ja, das ist wirklich äußerst knapp. Und das würdest du mit der Fräse nicht so genau hinbekommen. Da kann man sicherlich auch gut fräsen, aber ich brauche erstens mal ganz genaue Kurven, um die ich gehen kann, mit denen ich das machen kann. Das geht also mit der Fräse meines Erachtens nicht ganz so korrekt oder akkurat. Vielleicht auch das, vielleicht hat der eine das nötige Geschick dafür. Für mich macht das eine Maschine, ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Und das wollte ich eigentlich nur mal kurz erwähnen. Also für mich ist wirklich der Laser bei diesen Architektenpappe hat, glaube ich, mir jemand mal neulich geschrieben. Die andere Bezeichnung habe ich vergessen, wo ich immer Schaumpappe sage. Ist aber völlig egal. Ist das wirklich die erste Wahl für mich? Das ist, weil das eben an Genauigkeit meines Erachtens nicht zu übertreffen ist. Das Laser geht wirklich in den Zehntel-Millimeter Bereich rein. Und deswegen ist eine Fräse da gar nicht mal so für mich die Wahl gewesen. Und deswegen wird das weiterhin mit dem Laser gemacht. Und ihr werdet auch in der nächsten Folge sehen, da wird noch vieles passieren. Jetzt wird ja der Teil weiter ausgebaut, wo ich heute aufgehört habe. Da kommt ein schönes mit dem Überladekran hin und so weiter und so fort. Da kommen schöne Sachen. Die zweite Sache, die ich gerne angesprochen hätte, da hat jemand einen Kommentar auch geschrieben, dass ihm der Part mit dem Auskratzen der Rille, das war ihm zu lang. Ja, er hat das nicht böse geschrieben, er hat das nett geschrieben, alles gut, alles schön, überhaupt kein Problem, kann man gerne darauf hinweisen. Ich vermute nur mal, dass die Person, ich habe jetzt den Namen wirklich nicht im Kopf, ist auch völlig egal, man muss ja keinen hier namentlich nennen, vielleicht einen Ton nicht anhatte, denn ich erzähle ja die meiste Zeit. Ich habe ja, während ich jetzt das Car-System baue, merkt ja wahrscheinlich, dass ich gar nicht unten links in der Ecke im Video sitze, sondern nur direkt erzähle. Deswegen ist auch der Ton manchmal vielleicht ein bisschen anders, weil man immer bestimmte andere Resonanzen hat, wenn man vor der Modellwand steht. Und ja, da hast du mal ein Part, da spule ich nicht vor, so wie ich das früher gemacht habe, wo ich dann teilweise bis 20, 30, 40-fach die Videos beschleunige, um das natürlich nicht langweilig werden zu lassen. Das geht natürlich nicht, wenn ich erzähle. Und da vermute ich mal, dass die Person vielleicht Ton aus hatte oder sowas und ihm das zu langwierig war. Aber gut, dafür kann man ja bei den YouTube-Videos auch vorspulen, überhaupt kein Problem. Das war es im Grunde genommen, was ich sagen wollte. Also weder Meckerei noch sonst irgendwas. Ich danke euch, wie gesagt, immer für eure ganzen netten Kommentare, für die vielen Däumchen, die ihr gebt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch eins von diesen beiden Videos wieder oben anschauen würdet. Der YouTube-Algorithmus, der freut sich da auch drüber und empfiehlt meine Videos natürlich noch ein bisschen weiter. Und dann würde ich sagen, macht schön gut, bis nächste Woche. Da kommen wieder sehr interessante Sachen auf euch zu. Mein Gott. Tschüssi, macht schön gut. Ciao.